Hey, die Tischdeko macht sich. Ja schon, aber die haben mich geleimt. Es sollten 13 Lampen sein, in der Kiste waren aber nur 12. Hab einen Händler angerufen und mich beschwert. Echt Kacke. Genau, der eine Kürbis, den er brauchte. Hat wohl jemand verhindert, dass ausgerechnet der Kürbis bei Armknecht landet, auf den es anzukommen scheint? Wobei, vielleicht war er es ja selbst, aber interessant, ihr habt einen Kellner, der die ganze Zeit nur rumsitzt und Musik hört. Braucht ihr den überhaupt? Bringt die 13 nicht Unglück? Wissen Sie was über Frau Michels und den Bringt die... Hm? Welche 13? Ach so, weil das hier Tisch 13 ist. Der ist sowieso fürs Personal reserviert. Muss dir also nicht in die Hosen machen. Ich doch nicht. Vor allem, die haben sogar den Tisch extra fürs Personal reserviert. Also für die eine Person. Ja, einfach extra für ihn. Ja, weil die, das ist ja gerammelt voll da, ne? David! Was ist denn nun mit diesem fehlenden Tischkürbis? Wir haben eine Beschwerde. Ja, David. Armknecht hat alle Kürbisse bekommen, die in die Kiste zurückgelegt haben, Chefchen. Chefchen. Und was heißt das jetzt? Naja, also, da war eine Kundin. Der habe ich einen Kürbis verkauft. Ja, als sie auf dem Klo waren. Ist das jetzt schlimm? Nein. Mea culpa. Die Reservierung kam erst, als die Kürbisse schon im Regal standen. Und ich habe versäumt, sie nachzuzählen. Dann gewähre ich Herrn Armknecht eben Rabatt. Der soll sich nicht so haben. Ja, Mensch, auch gerade der gesuchte Kürbis, ne? Ja. Aber wer hat den anderen gekauft? Ob Davids also es kam bisher nur eine alte Frau vor. Ja. Der erste Angestellte, der bei seinem Boss lange Finger macht. Was meinen Sie? Wie macht sich denn Ihr neuer Gehilfe? Kommen Sie finanziell ja, aber ist jetzt schon klar, welche Frau? Nö, ne? Es gibt nur eine alte Frau. In Ordnung. Ach, alt, ich hab aber alt nicht gehört. Ach so, okay. Hallo, David. Hi. Tage in Freiheit. Du bist doch dieser spielst wohl den Controletti, hä? Da bist du nicht der Erste. Was sieht an, Kleiner? Ich will mich einfach davon überzeugen, ob man dich schon wieder auf die Gesellschaft loslassen kann. Boah, ich, du bist so ein Arsch. Vor allem, das passt nicht zu Detektiv Conan. Das stimmt wohl. Detektiv Conan ist viel schlauer. Mal gucken, haben wir hier was. Finger weg, sonst kracht's. Das hätte man eigentlich irgendwie drohen müssen. Ja. Boah. Tust du brav alles, was dir dein Chef sagt? Was bedeuten die Striche an der Wand? Tust du brav alles, was dir dein Chef sagt? Boah. Jetzt frag ich ja voll aus. Logo. Bering gibt mir eine Chance. Und wenn es ums Basteln oder Reparieren geht, habe ich freie Hand. Chefchen hat zwei linke Daumen. Ich kenne ihn. Er wirkt harmlos, als habe er eine reine Weste. Der schnüffelt dauernd so. Hat er sich irgendwann durch die Nase gezogen oder was? Ja. Ich möchte mich nur persönlich davon überzeugen, dass man dich wieder auf die Gesellschaft loslassen kann. Das ist doch nett. Ja, du siehst richtig. Bei mir ist Halloween ausgebrochen. Sie hat einen Kürbis auf dem Tisch. Ich denke, dass es wäre. Das hängt davon ab, wie es wäre, wenn du denkst, dass es ist, was es ist. Wir vermuten, dass die Zeichen im Deckel dieser Lampe eine Botschaft von Heppner an seinen Komplizen tragen. Oh, Klößchen. Boah, die alte Frau ist bestimmt der Komplize. Ich spiele für mein Leben gern Detektiv. Bestimmt. Weil das ist irgendwie der Neffe von ihr. Eine Botschaft sein? Das kann ich Ihnen zeigen. Ich hätte extra diesen einen Kürbis gekauft. Mir kommt, das wäre doch ein echt unerwarteter Plot-Twist. Ja, ist denn das möglich? Auge, Mond, Stern, Palme? Die sind mir noch gar nicht aufgefallen. Ergibt das einen Sinn? Wir haben noch einen Hinweis erhalten. Er lautet, keinen roten Hering. Rote Heringe? Das hatte doch etwas mit der Jagd auf Verbrecher zu tun. Ich komme nicht drauf, aber irgendwo habe ich darüber gelesen. Ich habe einen besseren Plot-Twist. Kommissar Glockner ist der Komplize, deswegen jagt er die raus im Revier, damit ihr nichts mitbekommt. Haben Sie die alle gelesen? Einige sogar mehrmals. Und ich habe mir etliche ausgeliehen und selber welche verbeugt. Was haben wir denn da? Bomber an Bord von Kommissar Walden.
Ah, natürlich die Fälle des Dr. Sinclair. Wer kennt sie nicht? Ah ja. MC Pierce, Band 17, der kleine Kriminologe. Was steht hier? Der Mörder mit der Maske. Die Bestien aus der Unterwelt? Tödliche Schatten, ah ja. Na, dann wollen wir doch mal sehen, ob im kleinen Kriminologen etwas über rote Heringe steht. Warum ist es dunkel? Was ist denn? Hier steht etwas über rote Heringe. Sei so gut und lies es mir vor. Heringe rote. Als roten Hering bezeichnet man in der Kriminalistik Spuren, die von Straftätern absichtlich ausgelegt werden, um die Ermittler in die Irre zu führen. Der Ausdruck Red Herring stammt ursprünglich aus den Vereinigten Staaten von Amerika, wo einst flüchtige Verbrecher in Tomatentunke eingelegte Heringe benutzten, um Spürhunde zu verwirren. Geht es Ihnen nicht gut? Siehe auch Spur falscher. Und was sagt uns das? 13 Kürbisse gab es. Wenn ich richtig liege, dann ist Ihrer der Einzige, der nicht in die Irre führt. Weil bei den anderen stets ein Fisch auftauchte, hat Armknecht erkannt, dass sie ihm nichts nützen. Bleibt die Frage, was man mit diesem Kürbis machen soll. Reden wir von Uli Armknecht, dem Kellner? Hoho, dann gebt ihm doch den Kürbis einfach und passt auf, was geschieht. Ja, nee. Ja, boah. Genau, das ist so. Eins, zwei, das ist immer, zwei. Wir machen erstmal alles so, wie der kriminelle Person es möchte und legen uns dann aber auf die Lauer und gucken, was passiert. Ja, natürlich. So läuft das doch in jedem Teil von denen. Ja, ja. Alternativ, ja, ist ja auch wirklich so meistens. Alternativ verfolgen die und Tim schlägt die zusammen. Waren Sie, ja. Waren Sie mal selber bei der Polizei? Hatten Sie damals nicht furchtbare Angst? Waren Sie mal selber bei der Polizei? Gott behüte, nein. Die Beamten geben sich größte Mühe. Aber was hilft das schon bei der Engstirnigkeit, mit der sie ihrem Beruf nachgehen? Ich war in der Erwachsenenbildung tätig und habe Analphabeten das Lesen und Schreiben beigebracht. Mich hat immer gewundert, wie viele Leute durchs Leben kommen, ohne dass man ihnen diese Schwäche anmerkt. Achso, ja, dazu sagt sie jetzt auch nichts mehr. Auch nett. Dieses Gelände zu betreten erfordert viel Mut. Und noch mehr Dummheit. Naja, das habe ich ja. Ja, das stimmt ja wie gemacht für diesen. Hä? Eigentlich sollte hier jetzt auch wieder was passieren? Oh. Oh. Nee, falscher Ort. Ja, das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen. Ja, weil wir sind ja zum Schluss gekommen, dass eigentlich eine total dämliche Idee ist. Ich nehme den Kürbis dann mal mit. Vielen Dank, Frau Michels. Vielleicht darf man ihn wieder anzünden. Ja. Dafür wieder eine halbe Stunde. Vor allem dem wurde jetzt schon sogar ein Rabatt gegeben, aber der bringt ihm den einfach vorbei. Herr Armknecht, wir haben etwas für Sie von Herrn Behring aus dem Horrorladen. Mensch, das ist ja nett, danke. Warte, ich gebe dir Trinkgeld. Nein, danke, das habe ich gern gemacht. Abgesehen davon ist er ja eigentlich schon reich. Eben. Er garantiert nicht, solange ich vor seiner Nase stehe. So, jetzt können wir mit ihm zum Bunker. Schock in meinem Bunker. Hey, wenn sich hier jemand herumtreibt, zeigen Sie sich! Ich hab... Ich geh jetzt wieder echt nach... Ja! Was ist das denn? Die Männer in Schwarz! Nee, Moment mal. Ist der Nebel einfach auch wieder? Wo ist der hin? Ja. Geh halt mal gucken. Das also hat Karl gesehen. Boah, ey. Ist das ein wildlebender Wolf oder was? Das könnt ihr echt alles 1:1 aus der Serie rippen. Genau, das sind gar nicht alles Originalaufnahmen für das Spiel, sondern die wurden teilweise aus der Serie genommen. Genau, deswegen sagt der Stadt Gabi auch teilweise ran.
Ja. Oh, Moment. Ach so, okay, ja. Ist wieder einer dieser, diese geh hin, geh weg, geh hin, Seuche. Mann, was geht denn hier ab? Ich habe sie gefragt, was sie hier zu suchen haben. Noch dazu in dieser lächerlichen Aufmachung. Ja, selber könnte man den auch fragen. Wissen Sie überhaupt, dass das militärisches Gelände ist, Mann? Aber dies ist doch kein aktiver Stützpunkt, bitte sehr. Ich betreibe Forschung. Denken Sie doch an Ihre Sicherheit, Mann. Wenn ich Sie blindlings aufs Sperrgebiet lasse, bekomme ich Ärger mit meinem Vorgesetzten. Oh, Sie sind vom Militär? Was dachten Sie denn? Ich bin Oberst Armknecht. Ich trage Zivilklamotten, um... Wenn ich Sie noch einmal hier erwische, dann ziehe ich Ihnen persönlich den Hosenboden stramm. Irgendwie so ein bisschen wie Beavis and Butthead. Ja, muss ich auch dran. Genau. Vampire, Teufelshunde, bitte sehr. Aber mit dem Militär lege ich mich nicht an. Vor allem, was erwartet der, dass da irgendwie so eine Nazi-Forschungseinrichtung gewesen ist? So wie ein Hellboy oder sowas? Das ist dieser komische Professor. Ich rausche lieber ab, bevor er mich entdeckt. Professor Agatha zurückkommt. Hallo, Frau Michels. Was Armknecht betrifft, sind wir immer noch nicht schlauer. Den muss man wohl rund um die Uhr observieren, um... Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir unterbrechen kurz unser Programm. Soeben erreichte uns die Meldung, dass einem Inhaftierten der JVA Hollergrund die Flucht gelungen ist. Was? Wir schalten nun live zu unserer Kollegin vor Ort. Ich stehe vor der JVA Hollergrund. Sie hören selbst, man ist in heller Aufregung. Die Gefängnisleitung, die Polizei, die Medien. Ihnen allen geht es um die Frage, wie war es möglich, dass einem Gefangenen Bodo Heppner, der wegen Bankraubs einsaß, dermaßen dreist die Flucht gelangt. Treten Sie bitte zurück. Wir ermitteln hier. Ich finde da so ein bisschen die Schussgeräusche im Hintergrund. Herr Glockner, wie konnte die Flucht gelingen? Er hat Hilfe von außen gehabt, so viel steht fest. Es wurde beobachtet, wie ein Geländewagen ausfährte und zielgerichtet gegen die Außenmauer krachte. Heppner muss davon Kenntnis gehabt haben, da er sich im Moment des Crashs unmittelbar hinter der Mauer aufhielt. Das Kennzeichen des Jeeps, in dem er floh, war abgeklebt. Keiner der Augenzeugen konnte genaue Angaben zur Person am Steuer machen. Ja, leider geriet diese auch nicht ins Blickfeld der Kameras. Um Ihre nächste Frage vorwegzunehmen, die Fahndung läuft auf Hochtouren. Wir hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Danke, Kommissar Glockner. Das hört sich halt echt auch von der Verbindung so, aber als wenn die gerade in so einem Katastrophengebiet sind. Genaue Beschreibung des Täters vorliegen haben. Damit gebe ich zurück ins Studio. Sie halten Sie auf dem Laufenden und machen nun weiter mit Rimsky-Korsakow und seinem Opus 35 Scheherazade, gespielt vom Philharmonischen Orchester. Das ist vielleicht ein Ding. Wie groß ist das Radioverhältnis zu Arm gewesen sein? Wie konnte er aus 4 blöden Symbolen einen ganzen Fluchtplan herauslesen? Oder tun wir ihm Unrecht? Wir dürfen uns auf keinen Fall anmerken lassen, dass wir was mitbekommen haben. Aber seid vorsichtig! Kommissar Glockner wird es gar nicht gefallen, dass ihr bei so gefährlichen Leuten auf eigene Faust ermittelt. Ja, der war aber nicht gefährlich, wurde doch gesagt. Ja. Boah, dem ist das so richtig egal. Oscar, was tust du denn da? Hallo, Gabi. Dein Oscar bringt wohl gerade seine Meinung wegen des Zwingers zum Ausdruck. Ich bezahle die Hose auch von meinem Taschengeld. Also halt mir fest, ein Jeep ist voll gegen die Mauer gefahren und dieses kleine Loch ist dabei entstanden. Das kann ich leider nicht zulassen. Es war halt ein sehr kleiner Jeep. So ein Matchbox-Auto. Ja, oder so ein Kinder... so ein ich Bobby, weiß nicht, wie heißen so die sind, diese elektrisch... Papi? Nee. Go-Kart. Bestimmt befindet er sich am Tatort. Yeah, es gab diese Autos, die Kinder reinsetzen konnten, die so elektrisch sind. Ja, die heißen halt einfach elektrische Autos für Kinder. Da gibt es jetzt kein Fachwort. Wie heißen die auch mal? So wie Neujahrskränze, so mit Mandeln. Wie heißen aber diese Brezel mit den Mandeln da drauf?
Ihr seid scheiße. Warum? Aber auch schön, sie war im Gefängnis, da war ihr Vater nicht. Dann geht sie ins Revier. Er ist bestimmt am Tatort. Mann, Papi. Wer hätte gedacht, dass Heppner so bald ausbricht? Dabei hätte er in aller Ruhe seine Strafe verbüßen und dann die Beute holen können. Das ist halt echt so. Was ist denn mit Oscar los? Ich dachte, das war sein Plan. Sieht so aus, als hätte er einen neuen Spielkameraden gefunden. Oscar, aus! Nein, Oscar macht das nicht einfach so. Der hat bestimmt Dreck am Stecken. Ja, stimmt, das ist bestimmt ein. Der hat ihm bestimmt bei der Flucht geholfen. Ja. Ich meine, wir wissen doch. Sein Cousin. Wir wissen doch, Leute, die Oscar nicht mögen, die sind ja schon schwere Verbrecher. Ja. Hat die Polizei den Jeep ausfindig gemacht? Ob Heppner wegen meines Artikels geflohen ist? Aber darin stand doch nur das, was er dir gesagt hat. Oder sehe ich das falsch? Sicher. Der Rest der Ausgabe war Schülerkram. Was wir halt so tun und lassen sollen. Und jetzt lass uns so tun, als dürfte ich einen Blick auf die Fluchtstelle werfen, okay? Weißt du, was ich da nicht verstehe? Wie blöd ist die Polizei und sagt, und geht nicht mal auf diesen Hinweis ein, so, vielleicht gucken wir uns mal die ganze Schülerzeitung an. Und vor allem, warum sind nur zwei Beamte am Ort, von dem einer sowieso da arbeitet? Na, meinetwegen. Genau, direkt nach dem Ausbruch. Klar. Hinter der Mauer befinden sich die Kräuterbeete der Anstaltsgärtnerei. Hat der Heppner nicht gesagt, er werkelt im Freien? Und wenn er Augen für Ungeziefer hatte, wird ihm auch nicht entgangen sein, dass die Mauer hier nicht so stabil war, wie man glauben mochte. So, und nun will ich, dass du und deine Freunde diesen Ort meiden. Das ist kein Platz zum Spielen. Die Kollegen reden schon. Kein Wenn und Aber. Sonst bekomme ich noch mehr Ärger. Ich glaube, Herr Glockner ist auf dem Revier nicht sonderlich beliebt und deswegen so ein bisschen angespannt. Wenn du deinen Hund mitnimmst, Fräulein. Ja, sicher. Bei Fuß, Oscar! In drei Teufelsnamen, wenn nicht bald jemand diesen Schrank zum Schweigen bringt, garantiere ich für nichts. Boah. Solche Schnapsschließer kenne ich. Soll ich mal einen Blick drauf werfen? Wenn du dabei keinen Lärm machst. Ach, da muss man nur kräftig gegendrücken. Und zu. Problem gelöst. Warte, der Schrank war einfach nie abgeschlossen? Und keiner auf dem Revier hat sich darum gekümmert. Boah. Danke. Da kann ich verstehen, dass der Glockner so ein bisschen aggressiv ist. Ich kann mich nicht um alles und jeden kümmern. Wir sehen bis jetzt ja auch immer nur einen. Ja, stimmt. Das ist wahnsinnig! Das erinnert mich an diese SpongeBob-Folge, wo sich das Fenster von Mr. Krabs immer wieder öffnet. Oh ja. Ja, die mit den Quietscheschuhen, die war das. Auf ein neues. Ja. Stimmt. Und zu. Problem gelöst. Nein. Was hast du tun? Ich kann mich nicht um alles und jeden kümmern. Ah, okay, ja. Ja, ich muss wieder eine Lösung gucken. Das Teil macht mich noch wahnsinnig! Ich finde witzig. Ich bekomme einfach an und so. Ich finde witzig, wenn man das irgendwie 10-mal hintereinander macht, dass der Glocke dann irgendwie so richtig ausrastet. Wer wollte wohl raus? Oh. Sieht aus wie ein Metalldetektor. Herr Glockner, wo soll ich mit diesem Detektor hin? Ach, der gehört längst aussortiert. Schaff ihn mir einfach aus den Augen. Ich nehm's auf meine Kappe. Damit könnte man jetzt auf dem Schrottplatz oder was auch immer das da war gucken. Ah ne, der Bunker. Ja. Aber vor. Ein Störfaktor weniger. Ich möchte dich bitten, nicht mehr aufs Revier zu kommen. Du siehst ja, womit ich mich herumfahren muss. Siehst du ja, du hast mein Problem gelöst. Jetzt verzieh dich wieder. Notfalls muss ich Kabel mit ihm fortschließen. Wie einfach echt immer alle rausspeist. Dieses Arschloch. Pass auf, dass dich David nicht gleich einspannt. Der wollte bestimmt eigentlich Rausschmeißer werden, aber die Eltern haben gesagt, nee, du lernst was Vernünftiges. Du bist Polizist, wie es dein Vater eins wollte. Naja. Ach, ich sehe schon.